In der Softwareentwicklung programmiert man nicht einfach drauf los. Bevor du ein neues Projekt umsetzt, überlegst du dir ganz genau, was dein Programm können muss und wie man die einzelnen Funktionen am besten zusammenbaut. Denn du musst auch langfristig sicherstellen, dass der Code und das ganze System wartbar bleibt. Wenn du ein Haus bauen lässt, dann gehst du auch davon aus, dass die Handwerker sich vorher ungefähr überlegen, was sie da eigentlich zusammenbauen, statt einfach irgendwelche Ziegel aufeinander zu werfen. Ein Tool, das ich und viele andere Softwareentwickler für die Planung nutzen, ist Miro, die auch so freundlich waren und dieses Video hier sponsern. Im Kern ist es erstmal ein virtuelles Whiteboard. Ihr wisst schon, mit diesen Sticky Notes und Stiften. Das Schöne ist, dass man Miro alleine oder auch im Team benutzen kann. Und wenn du jetzt sagst, Kevin, ich bin doch noch gar kein Softwareentwickler, ich bin noch mitten in meinem Studium, dann kann ich dir versichern, dass der Miro auch im Studium eine besonders große Hilfe sein kann. Denn auch gerade in den informatiklastigen Studien hast du Hausübungen, bei denen du mit UML-Diagrammen und mit Mindmaps arbeitest. Und ich glaube, bei dir klingelt es da gerade, nicht wahr? Viele Konzepte, die man im Studium hat, kann man mit Miro nachbilden. Flowcharts, SWOT-Analyse, Wertekette, Entscheidungsbäume sind alle mit dabei. Und genau zu diesen Dingen gibt es überall Vorlagen, damit du nicht direkt bei Null starten musst. Naja, also es gibt unzählige Vorlagen, also lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen, bevor man loslegt. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie ich Miro benutze, denn ich musste mal in einem Bewerbungsgespräch für die Stelle als Softwareentwickler eine Datenbank für ein Kalendersystem designen. Also etwas, was man auch im Studium lernt und später als Softwareentwickler auf jeden Fall können muss. In diesem Kalender werden Events verwaltet. Diese Events können in mehreren Kalendern sein, also wenn ich praktisch jemanden einlade, und es muss Benachrichtigungen geben. Für so eine Aufgabe eignet sich ein Entity Relationship Diagramm wirklich sehr. Denn dieses Diagramm funktioniert nicht nur bei Datenbanken, sondern eigentlich überall, wo es mehrere verschiedene Objekte gibt. So sieht Miro aus, wenn du dich eingeloggt hast. Du kannst das Ganze im Browser benutzen, aber ich habe jetzt hier einfach die native Mac-App benutzt, also es liegt an dir, was dir am liebsten gefällt. Hier siehst du auch schon mal eine Übersicht über alle Templates und wir klicken hier einfach mal drauf, um ein neues Board zu erstellen. Und es öffnet sich auch direkt die Übersicht mit allen Templates, also wirklich, die Liste ist richtig lang. Aber wir brauchen uns natürlich nicht alle anschauen, sondern wir wissen ja schon, dass wir so ein Entity-Relation-Diagramm benutzen. Deswegen suchen wir hier einfach danach. Und sobald ich hier schon Entity eingetippt habe, sehen wir Entity-Relation-Diagramm. Können wir schauen, ob das auch das ist, was wir haben wollen. Also hier sehen wir schon, dass es dann die verschiedenen Klassen gibt, die einzelnen Attribute, die so eine Klasse haben kann und auch die ganzen Verbindungen zwischen den Klassen. Deswegen können wir hier einfach mal mit Use Template dieses Template benutzen. Erstmal würde ich sagen, nehmen wir da oben nicht Examples, sondern Calendar System und machen mal diese comicartige Schrift ein bisschen anders. Und wir brauchen auch diese ganzen Klassen gar nicht, deswegen löschen wir die mal weg und lassen erstmal eine da, die wir dann sozusagen als Vorlage benutzen. Ja, mit Kommando Plus können wir das auch ein bisschen größer oder kleiner machen. Und ich würde sagen, wir brauchen ja jetzt im Prinzip, ich würde sagen, wir machen mal eine Notiz erstmal, um da sozusagen aufzuschreiben, was wir alles brauchen. Nehmen wir einfach mal so ein Sticky Note, schön in Gelb. Und was brauchen wir denn? Wir haben gesagt, wir brauchen ein Kalendersystem, wir haben User. Also brauchen wir erstmal einen User, dann brauchen wir einen Kalender. Wir brauchen diese Events. Und die Benachrichtigung, also brauchen wir eine Notification. Und für die Benachrichtigung brauchen wir noch einen Kanal, also einen Typ, wie wir die Leute benachrichtigen, sprich über E-Mail oder Telefonnummer, also per SMS beispielsweise. Also nehmen wir hier noch den Channel mit rein. So, und das würde ich sagen, kleben wir uns mal hier oben hin und nehmen jetzt einfach mal diesen Customer hier und den nehmen wir als Vorlage und danach bearbeiten wir den. Das heißt, wir brauchen insgesamt 5 Klassen. Also wir haben den Customer, können wir einfach mit Copy-Paste hier reinfügen und verteilen das jetzt erstmal so ein bisschen. Können wir die mal benennen. Wir haben den User, den Calendar, die Events, Notification und den Channel. Die ganzen Attribute sind jetzt natürlich erstmal sinnlos und die werden wir jetzt auch noch schnell anpassen. Das heißt hier, der User hat natürlich keine Custom-ID, sondern eine User-ID, hat einen Namen vom Typ String und er hat vielleicht auch noch eine E-Mail-Adresse vom Typ String. Und ja, ich glaube, das reicht. Und die unterste Zeile brauchen wir nicht, da können wir oben einfach auf Delete Row klicken. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. So ein Kalender hat natürlich dann eine Kalender-ID. Dem können wir eben den Namen geben, ist auch ein String, also einfach ein Text. Das könnte dann irgendwie Arbeitskalender beispielsweise sein. Dann können wir dem Ganzen noch eine Description geben, also eine Beschreibung.
Und was vielleicht ganz wichtig ist, ist eine Zeitzone. Denn nicht jeder Nutzer lebt in der gleichen Zeitzone, deswegen muss der Kalender auch dementsprechend angepasst sein. So, dann haben wir hier noch unsere Events. Und gleich wird es auch spannend, wenn wir die Verbindungen machen. Event hat einen Namen, dann können wir hier auch wieder eine Beschreibung geben. Dann braucht so ein Event natürlich noch eine Startzeit. Dann können wir noch zwei Zeilen hinzumachen. Und wir brauchen natürlich noch eine Datetime-Endzeit. Und wir können noch einen Boolean anlegen, der besagt, ob es ein ganztägiges Event ist oder nicht. Nehmen wir einfach mal All Day. Und jetzt brauchen wir nur noch die zwei letzten Klassen, Notification. Da legen wir auch eine Datetime an, denn wir wollen ja wissen, wann wir benachrichtigt werden. Können wir mal Effective. Und ich glaube, das war's. Also die letzten beiden können wir entfernen. Und den Kanal brauchen wir noch. Also wie wir benachrichtigt werden wollen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, diese Relationships herzustellen, also die Verbindungen zwischen den einzelnen Klassen. Und das geht im Miro wirklich ultra leicht. Wir können jetzt hier einfach, wenn wir auf so eine Klasse draufklicken, dann sehen wir hier diese Punkte an der Seite. Und von dort aus können wir jetzt Verbindungslinien ziehen. Und wir haben ja gesagt, der User hat einen Kalender und ein Kalender gehört ja offensichtlich zu einem User. Deswegen ziehen wir jetzt hier einfach mal die Linie und sehen schon, wir können das jetzt hier verbinden. Und die Verbindung ist hergestellt. Jetzt sehen wir aber, dass hier diese Striche sind und jeder Strich hat eine andere Bedeutung. Ich weiß, das muss man wissen, das hat man jetzt vielleicht irgendwann mal in der Uni gelernt, ansonsten kann man es nachschauen. Dieser eine Strich bedeutet nur, dass es eine Verbindung gibt und diese Striche hier heißt, dass es mehrere Verbindungen gibt. In diesem Fall liest man das so, User hat beliebig viele Kalender. Wir haben jetzt aber gesagt, es sollen nicht beliebig viele Kalender sein, sondern eine 1:1 Verbindung. Also jeder User hat einen Kalender und jeder Kalender gehört zu genau einem User. Und in die Richtung passt es ja schon. Also ein Kalender gehört zu einem User. Deswegen, wenn wir jetzt hier auf diese Verbindung draufklicken, dann können wir hier auswählen, wie diese Verbindung heißt. Und wir sagen jetzt hier einfach mal eine 1:1 Verbindung. Wir können es jetzt hier auch so verschieben und wir sehen auch, dass es hier wirklich sehr schön hier direkt wieder layoutet, damit es trotzdem übersichtlich bleibt. Jetzt verbinden wir noch unser Kalender mit unserem Event. Dort muss es eine Viele-zu-Viele-Verbindung sein, denn ein Event kann natürlich in verschiedenen Kalendern auftreten, wenn ich dieses Event geteilt habe. Und ein Kalender hat natürlich mehrere Einträge, weil in meinem Kalender kann ich ganz viele verschiedene Events haben. Also wählen wir hier wieder aus. N zu N. Und dann kann es auch jeder lesen, was die Verbindung genau bedeutet. Verbinden wir hier noch diese Notification mit unserem Event, denn eine Benachrichtigung hängt an einem Event dran. Und da jede Benachrichtigung genau einen Kanal verwendet, können wir jetzt hier noch die letzte Verbindung machen. Und hier kann ein Kanal natürlich zu beliebig vielen Benachrichtigungen gehören. Können wir das jetzt direkt mal auswählen. Und eine Notification hat genau einen Typ. Und das war's auch schon. Das Coole ist, ich könnte das jetzt hier natürlich direkt teilen. Jetzt können wir das mal Kalendersystem nennen. Und dann habe ich hier die verschiedenen Möglichkeiten, dass ich es direkt jemandem per Gmail oder Slack schicke. Ich kann das an alle Leute in meinem Team schicken. Oder was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich dieses Board sowie alle Boards komplett öffentlich machen kann. Und zwar kann ich dann hier einfach sagen, okay, no access, can edit, comment, can view. Und das könnte ich zum Beispiel bei can view, könnte ich das jetzt direkt bei mir auf meine Webseite einbinden oder in irgendeinem anderen System. Wenn ich so ein Kalendersystem in meiner Arbeit designe, dann würde ich direkt danach nicht einfach anfangen, das Ganze zu programmieren, sondern würde das erstmal mit meinen Kollegen teilen und die könnten dann ihre Kommentare verfassen. Also ihr seht schon, da kann man super flexibel miteinander gerade im Team arbeiten. Das Ganze könnten wir jetzt natürlich bis ins allerkleinste Detail planen, aber das reicht jetzt für unsere Aufgabe allemal. Gerade wenn man die Konzepte aus der Uni so übt, dann bleibt auch viel mehr dabei hängen, als einfach nur die Vorlesungsunterlagen durchzublättern. Miro ist nicht nur ein flexibles Tool für den persönlichen Gebrauch, sondern wird auch professionell von Startups bis hin zu sehr großen Firmen für die interne Planung eingesetzt. Wie ihr gesehen habt, man kann alles,
was man mit Miro erstellt, mit anderen teilen. Man kann kollaborativ an Boards arbeiten und die Ergebnisse auch komplett öffentlich machen. Jetzt kommen wir auch noch zur Frage, was das Ganze kostet. In den meisten Fällen, gerade im privaten Gebrauch, ist Miro völlig kostenlos. Wenn man aber in größeren Teams an geteilten Boards zusammenarbeitet, dann ist es natürlich sinnvoll, auf eines der kostenpflichtigen Pläne zu upgraden. Für meine persönlichen Projekte benutze ich den Free Plan. Der ist besonders fair, denn der ist kostenlos. Ich muss sagen, dass ich wirklich froh war, als ich das erste Mal mit Miro gearbeitet habe, denn das, was wir davor alles benutzt haben, das war eine Katastrophe und mit Miro hat es auf einmal einfach Spaß gemacht. Denn ich kann mich noch sehr gut an viele Stunden Workshops erinnern, wo wir einfach ein Whiteboard mit richtigen Sticky Notes benutzt haben und das Ganze mussten wir dann irgendwann mal abspeichern und ihr kennt das Ganze. Man nimmt einfach sein Handy, macht ein Foto. Ja, und dann ist es auf dem Handy drauf. Der Funktionsumfang ist wirklich immens, deswegen kann ich euch wirklich nur nahelegen, das Ganze mal auszuprobieren. Die einen werden damit ihre Software planen und dokumentieren, die anderen machen Business-Analysen für ihr BWL-Studium und andere verwenden einfach nur das digitale Whiteboard mit Sticky Notes. Du wirst also selbst sehen, wie es in deinen Workflow am besten passt. Benutzt du Miro selbst schon? Wie gesagt, gerade im professionellen Umfeld ist Miro gar nicht mehr wegzudenken. Wenn du das Video bis hierher geguckt hast, dann schreibe unbedingt unten in die Kommentare, ob du Miro schon kanntest, ob du es schon mal benutzt hast und falls ja, was du damit machst. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Antworten. Und falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kevin.